Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Warhammer-Freunde, zu Dawn of War 2 Retribution. Ah, unser Lord kann noch eine Stufe aufsteigen, sehe ich gerade. Das ist gar nicht mal so schlecht, Märtyrer tot. Soll er Leute in der Nähe heilen? Merrick, kannst du das Ding, dass du... Nein, dann bräuchtest du noch ein Level Up, dann könntest du nämlich die Waffe hier benutzen. Jetzt gucken wir mal kurz, was für eine Rüstung haben wir hier. Bei einem Treffer durch eine Fernkampfwaffe pro Treffer eine Chance Gesundheit zu heilen. Eine Chance von 30% Gesundheit zu heilen. Das klingt nach was für Burn. So, hier haben wir noch etwas mit 27 Rüstung, du hast 34. 18 und 40 Gesundheit, da ist Rüstung wahrscheinlich besser und das hier kann weg. Jo. Die Nebelgranaten bringen eigentlich nichts und den Katachaner haben wir durch den Ogrin getauscht. Dadurch haben wir mehr Gesundheit. Ja, praktisch. Gut, wir machen erstmal die zweite Mission im Space Hulk. Wie man da oben sehen kann, die Tyranniden-Mission, Quarantäneraum. Das war in der Tyranniden-Kampagne übrigens die Main-Mission auf dem Space Hulk und ich glaube sogar die einzige Mission. Das heißt, wir haben hier eine Mission mehr gehabt. Jo. Also, nehmen wir die. Sir, hören Sie sich an, was ich aufgetan habe. Das klingt nach einer Gelegenheit, Ausrüstung zu sichern. Statusmeldung. Ladedock. Hexer. Ursprünglich festgesetzte Quarantäne. 3,5 Jahrhunderte. Quarantäne-Status. Beendet. Ladungsziel. Sicherheitsstufe Primarus. Wertstufe Primarus. Energiestufe Primarus. Prozess. Inhalt gelöscht. Arbeitsantrieb. Ladungstransport in Betrieb. Bra. Durchbruch im externen Ladedock. Präsenz von Xenon bestätigt. Ladung sofort umladen. Also im Space Hulk war eine Quarantäne im Gange, die jetzt nach 350 Jahren gelöst wurde. Was halt im Warhammer-Universum nicht viel ist, wenn man bedenkt, dass wir schon im 40. Jahrtausend sind. Und ja, das ist also Ausrüstung für uns. Wir können entweder unsere Infanterietrupps mit Plasmawerfern dann verstärken oder unsere Ogrins mal freischalten. Ich bin wahrscheinlich eher für die Ogrins, weil die Infanterie benutzen wir eh nicht mehr. Und ich wüsste auch nicht, dass wir Ogrins benutzen. So. Nehmen wir Lord Byrne oder seine Ogrins mit? Schaden von Infanteristentrupps, immun gegen Soldaten, nehmen weniger Schaden im Nahkampf. Ach, nehmen wir einfach mal die Ogrins mit. Das hier wird wieder eine schöne Defense-Mission. Die man vielleicht noch aus der Tyranniden-Kampagne kennt, wo wir da den Zoanthropen verteidigen mussten. Dieses Mal müssen wir einen Transporter verteidigen, der Waffen für uns geladen hat. Verseuchung durch Xenos erkannt. Operationen eingestellt, bis Feinde ausgelöscht sind. Verstanden, Sir. Ziel bedient. Offensiv! Ich liebe dieses Geräusch. So, erstmal ballern wir hier schön die Giganten um den Haufen. Wir werden von Tyranniden angegriffen. Das gibt uns ein bisschen Ressource. Oh. Wir sind bereit. Ich bin auf dem Weg. Die Ehrengarde hat ein paar Truppen verloren. Das können wir wieder wettmachen. Als dann, ich rücke aus. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Und ja, den
Arbeitsantrieb, den sollten wir nicht einfach so mitnehmen. Infiltration durch feindliche Xenos erkannt. Verteidigungen beeinträchtigt. Ja, da kommen wir, da kommt diesmal Symbiontenbrot sogar raus. Also Gene Stealers. Tyranniden-Ziel eliminiert. Befehl ist dann los. Hoffentlich bin in Bewegung. Und zum Glück haben wir eigentlich Merrick dabei. Zeit für etwas Bewegung. So, für den Bunker brauchen wir allerdings noch ein bisschen. Infiltration durch feindliche Xenos erkannt. Verteidigungen beeinträchtigt. Das Ding ausschalten! So, noch mehr Jeans-Stealer. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet! Gut, und im nächsten Raum müssen wir dann eine Verteidigungsposition einrichten. Und wir dann den Arbeitsantrieb reinbringen müssen. Feinde getötet. Operationen werden fortgesetzt. So, ich brauche auf jeden Fall mindestens zwei schwere Waffentrupps. Und dann gucken wir, was noch dabei rumkommt. So, das Ding muss jetzt einmal da in die Mitte. Du wirst abgegradet zur Maschinenkanone. Verteidigung vorbereiten und um Rettung beten. Nur zu, Sir. Wir sind jetzt das Ding ausschalten. So, das ist genug für einen Gardistentrupp. Kommt in Gang, Soldaten. Ihr Gardisten, hier kommen Befehle. Schon unterwegs. Angriff durch Feinde. Steht bevor. Sie sind hier. Verstanden, Sir. Ich weiß, dass Sie hier sind. Bewegung, Männer. So, jetzt wird ordentlich gefeuert. Und das war's mit der ersten Angriffswelle. Ich denke, wir brauchen nicht mal einen Bunker. Feindliche Einheiten entdeckt. Die beiden Multilaser-Geschütz. Wir haben hier Absorber. Machen wir es, dann los. Oh. Das war nicht so schön. Versucht einfach so viel wie möglich hier jetzt tot zu kriegen. Da war meine Hohengrenz. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Kleines. Tyranniden haben uns angegriffen. Das war der schwere Waffentrupp. Wir sind jetzt unterwegs. Ich liebe dieses Geräusch. So, und ihr dahinter hin? Das ist ziemlich zerstört. Diese Dinger sind eklig. Kleine sie vernichtet. Nur zu viel.
Bau du dich mal anders auf. Melde Feindkontakt. Und da kommt dann noch mehr Gegner raus. Das ist ziemlich zerstört. Alle erschüttern von den Truppen des Imperators. So, der Gardistentrupp wurde zerfetzt. Da holen wir uns gleich mal einen neuen Trupp und einen Ersatztrupp, Gardisten. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Dann los, kleines. So, die werden auch verstärkt. Wir sind jetzt unterwegs. Ich bin ganz Ohr. Kommandant, Zeit für etwas Bewegung. Oh. Mein einer schwerer Waffentrupp wurde zerfetzt, merke ich gerade. Nicht so schön. Bloß nicht fallen. Dann los! Das ist ziemlich zerstört. So. Kleines. Schlimm wird's jetzt hier drüben. Das ist ziemlich zerstört. Weil da kommt auch eine Tyrannenwache durch. Ich liebe dieses Geräusch. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Zieht dann los. Ich liebe ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Ihr zieht euch mal zurück. Oh ja, die Absorber von hinten. Merrick, du reparierst mal unseren Arbeitsantrieb. Das ist ziemlich zerstört. Und weg mit dem Absorber, sehr schön. Ich höre zu. Nur zu, Sir. Wir sind jetzt unterwegs. Neu aufstellen. Gut. Da kommt schon die nächste Welle. Wir sind bereit. Dann los. Wir sind bereit. Wir sind jetzt unterwegs. Ah, du heim mal. Ich liebe dieses Geräusch. Die Ogren sind etwas hoch. Werden von Tyranniden angegriffen. Werden von Tyranniden angegriffen. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Wirf mal ein Explosionspack dorthin und ihr zieht euch mal zurück. Dann macht das nämlich jetzt gleich bumm und sie sind weg. Bewegende Rede erhalten, ja. Dann los! War's das jetzt langsam mal? Nein, immer noch nicht. Okay, der Digger geht auf. Und wir dürften jetzt dann weiterkommen. Haben wir ein Ziel? Werk von Tyranniden angegriffen. Mit dem Bevölkerung, was wir jetzt haben. Mit den Anforderungspunkten. Rufen wir doch einen Gardistentrupp. Tyranniden haben uns angegriffen. Sie werden uns im Nacken. Das ist ziemlich zerstört. So. Befehl. Wir sind jetzt unterwegs. Ihr braucht mal einen Panzer. Wir sind bereit. Ich bin jawohl, Sir. Hier, Kommandant. Greife Tyrannenwache an. Mach mal die Tyrannenwache weg. Kleine Sieg. Jetzt haben wir eine Chance. So. Und in den letzten Raum vorrücken. Hier wird es dann ein bisschen einfacher, weil der Gegner nicht mehr so aus so vielen Richtungen kommen kann. Und wir hier hauptsächlich einen Verteidigungsring gut bilden können. Warten auf Befehle.
Warten auf Befehle. Bewegung, Männer. So, ihr geht dahin. Wo ist mein anderer schwerer Waffentrupp? Haben wir ein Der Ziel? Ist da. Kommt Der richtet Gang, sich auf das Tor aus, weil da können eher Tyrannenwachen und andere Gardisten sind bereit. Bewegung, garstige Sachen rauskommen. Sind bereit. Kommt in Gang, Soldaten. So, du versuchst mal die Deckung nicht so sehr zu malträtieren. Ich rücke aus. Bewegung, Männer. An diesem Ort wimmelt es von Tyranniden. Gardisten sind bereit. Nutzt eure Deckung, Männer. Genau, da kommen Tyranniden. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Ich liebe dieses Geräusch. Hier nach da draußen. Ihr bleibt schön da, wo ihr seid. Ein weiterer Tyrannide ausgeschaltet. Weil von hier oben können auch welche kommen. Deswegen, ich stelle mal meine Obrins hier ab. Ich liebe dieses Geräusch. Ziel ist am Boden. Wir sind bereit. In Deckung. Und ihr solltet eigentlich auf dieser Seite der Verteidigung bleiben. Auf der Stelle. Oh, und Merrick. Reparier mal den Arbeitsantrieb. Der sieht nämlich nicht so schön aus. Genau deswegen habe ich gesagt, dort alles hin. Der Carnifex ist nämlich übel, der da rauskommt. Das war zu spät. Das war nämlich mein Ogrin-Trupp mal wieder. Aber ich kann ihn ja neu ausbilden. Das ist ziemlich zerstört. Ich liebe dieses Geräusch. Nur zu, Sir. Dann los! So, damit dürften wir eigentlich schon gewonnen haben. Hoffentlich ist das auch Wichtbild schon unterwegs. Ja, wir haben gewonnen. Klasse, Sir. Sieg. Einsatz erfolgreich. Und das letzte Geschenk des Artifischers erhalten. Level-Up gab es für keinen, aber wir kriegen ja nachher noch extra Erfahrung. Die Bodenklinge für die Inquisitorin, die müsste erstmal Level 8 erreichen. Sollten wir wahrscheinlich hiermit mal machen. Und wir haben nochmal Granaten gekriegt. Ich glaube, das sind jetzt die Nebelgranaten, kann das sein? Ja, gleich mal gucken. Doink, doink, doink. Nutzt du den Soldatentruf mit drei Plasmawerfern aus? Ogrins sind C-Ogre-ähnliche Zeitgenossen. Sie sind besonders gut im Nahkampf und ausgezeichnet darin, feindliche Fernkampfeinheiten zu stören. Kann mit einem Blechkopf verbessert werden. Mhm. Da können wir Infiltration freischalten und da können wir dann halt die Plasmawerfer noch freischalten. Ich habe eine Übertragung empfangen, die möglich für den Infanteristentrupp, was uns eigentlich auch fast nichts mehr bringt. Ja, aber erstmal. Oh, sie hat Level 8 erreicht. Hm, cool. Was können wir verbessern? Das hier unten. Gesundheitsschaden und Geschwindigkeit der Ehrengarde verbessern. Da wir sie eh nie mitnehmen. Das hier ist so toll. Gewährt einem Verbündeten im Umfeld Energie. Blendgranaten. Also sind das hier doch Nebelgranaten und das sind Blendgranaten. Macht Infanterieeinheiten zeitweise kampfunfähig.